Jo Leute, da bin ich wieder. Aber keine Sorge, vorerst das letzte Mal. Ab Freitag stehe ich dann wieder hinter der Kamera, da ist Simon wieder da. Aber bis dahin klären wir erstmal die Fragen zum Thema Ernährung. Fangen wir direkt mal an. Ich habe ja, wie schon erwähnt, mich mit 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht ernährt. Carbs und Fette haben wir weitestgehend rausgelassen. Da waren wir so bei 30 Gramm jeweils ungefähr. Und jetzt gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, es ist nicht 1 Kilo Hähnchen, 1 Kilo Brokkoli. Das hätte das Video auch ein bisschen kurz gemacht. Die schlechte ist, ich war trotzdem nicht besonders kreativ. Für mich ist Essen in der Diät immer mehr Mittel zum Zweck. Aber Simon hat ja unzählige Rezepte auf dem Kanal. Von daher, lasst euch einfach da inspirieren. Guckt auf dem Kanal vorbei und da werdet ihr schon fündig. Fangen wir mal mit dem Gemüse an. Da habe ich meistens auf Kaisergemüse oder auf Spinat zurückgegriffen. Aber auch Pfannengemüse, also diese gewürzten Mischungen, sind teilweise zum Einsatz gekommen. Da müsst ihr allerdings auf die Rückseite gucken, was da so für Inhaltsstoffe drin sind. Teilweise sind die aber gar nicht so schlecht. Simon hat da auch mal ein Video drüber gemacht. Ich verlinke es euch mal hier oben. Die Nährwerte sind natürlich trotzdem nicht so gut wie bei Spinat oder Kaisergemüse, aber ihr werdet gleich sehen, je nachdem mit was für Lebensmitteln ihr das kombiniert, passt es trotzdem immer noch in eure Makros rein und dann seht ihr, dass ihr selbst in so einem harten Minicut gar nicht auf alles verzichten müsst. Dann geht es weiter mit Magerquark und das ist so ein Beispiel. 500 Gramm Magerquark haben schon um die 20 Gramm Carbs, deswegen würde ich den nicht an den Tagen essen, wo ich dann auf Pfannengemüse zurückgegriffen habe, sondern eher an den Tagen, wo ich auf Spinat gesetzt habe. Dann gibt es aber auch noch die bessere Alternative und zwar Körniger Frischkäse. Käse Light, da hat man weniger als die Hälfte an Carbs und sogar noch mehr Eiweiß als im Magerquark. Der Bodybuilding-Klassiker darf natürlich auch nicht fehlen, also Hähnchenbrust, Putenbrust, aber auch Wildlachsfilet, Garnelen oder Dosenthunfisch. Achtet nur dabei dann darauf, dass ihr die naturbelassene Variante nehmt, weil sich da dann auch wieder schnell ein paar Kalorien dazwischen mogeln. Dann zum Schluss auch mein Geheimtipp für den Notfall, das war immer so mein kleiner Diätretter, und zwar Proteinpudding. Da müsst ihr dann allerdings auch wieder darauf achten, was ihr sonst so am Tag esst, weil der auch relativ viele Carbs hat, aber manchmal geht der auch. Dann zu guter Letzt Whey und ERAs, wenn es mal wieder um das Thema Heißhungerattacken geht, irgendwie die Lust auf irgendwas Süßes, um sich die zu nehmen in der Diät. Aber das ist auch nicht unbedingt notwendig, wenn ihr da noch härter seid als ich im Nehmen, dann geht das auch ohne. Fangen wir mit einem Beispieltag an. Ich habe mittags mit meiner Hauptmahlzeit gestartet. Die bestand aus 500 Gramm Kaisergemüse. Guckt, dass ihr da so viel esst, wie ihr könnt. Ich habe ja eben gesagt, am besten 1 Kilo. Ich habe es leider nicht immer geschafft. Deswegen waren es meistens eher 500, 600 Gramm. Aber guckt dann, wie gesagt, dass ihr so viel esst, wie ihr könnt. Dann 400 Gramm Hähnchenbrust. Da sind wir sehr nah an der Hähnchen-Brokkoli-Diät. Aber manchmal geht es nicht anders. Das habe ich mir dann so auf den Mittag, Nachmittag aufgeteilt. Immer mal wieder ein bisschen gegessen. Und dann ging es mit der zweiten Mahlzeit weiter, nach dem Sport. Die bestand aus einer Packung Körniger Frischkäse Light, also 200 Gramm, eine Dose Thunfisch und Zwiebeln. Und daraus habe ich mir dann so eine Art Thunfisch-Dip gemacht, einfach alles zusammengerührt, ein bisschen Pfeffer rein. Manche mögen es, manche nicht, mehr als gereicht, sage ich mal. Aber dafür hatte ich dann Kalorien übrig für einen kleinen Proteinpudding. Ich blende euch mal die Makros ein für den ganzen Tag. Da seht ihr, das passt alles rein. Ist jetzt nicht alles immer hundertprozentig getroffen, aber Simon hat ja auch ein Video gehabt zum Thema Tracking. Es macht sowieso nicht immer Sinn. Es sollte als Orientierung dienen und so ungefähr sollte man dann alles treffen. Kommen wir zum Beispiel Tag 2. Da habe ich ein bisschen auf mehrere kleinere Mahlzeiten gesetzt. Die erste bestand aus 500 Gramm Spinat, also Blattspinat, und 125 Gramm, also es ist so ein Stück von dem tiefgefrorenen Wildlachsfilet. Dann als zweite Mahlzeit, jetzt kommen wir zu dem Pfannengemüse. Da habe ich dann die Hälfte der Packung genommen. Meine Packung waren so 600 Gramm, davon habe ich dann 300 Gramm genommen. Zusammen mit Garnelen 225 Gramm, das ist auch so eine Packung. Auch achten darauf, dass das, wie gesagt, die naturbelassene Variante ist. Das war dann die zweite Mahlzeit. Und dann habe ich noch 2 Snacks gehabt. Und zwar einmal, ich sagte ja eben Hähnchenbrust, ich habe teilweise auch Hähnchenbrustaufschnitt genommen. Da habe ich dann so ein bisschen Magerquark gemacht und mir so Röllchen gemacht, so als kleinen Snack für zwischendurch. Auch ein bisschen Pfeffer rein, ein bisschen Kräuter. Und
Den Rest der Packung Magerquark habe ich dann mit ein bisschen Flaves angerührt und mir daraus so ein Fruchtjoghurt quasi gemacht. Dann seht ihr auch hier, wir haben die Makros relativ gut getroffen, hatten ein bisschen Abwechslung, ein bisschen was Süßes und es muss nicht immer Hähnchen und Brokkoli sein. Kommen wir zum Ladetag. Da sind wir mit dem Eiweiß auf ungefähr 120 Gramm runtergegangen, mit den Carbs dann auf 500 Gramm hoch. Die Lebensmittel waren eigentlich die gleichen für das Eiweiß. Für die Carbs haben wir dann auf Kartoffeln und auf Reis gesetzt und ein bisschen Trockenobst, also in meinem Fall getrocknete Datteln. Der Tag sah allerdings nicht so spektakulär aus. Da habe ich dann 400 Gramm Trockenmasse Reis genommen, 500 Gramm Kartoffeln und 100 Gramm Datteln. Da hatte ich ungefähr alles gedeckt. Und das Ganze habe ich dann so an beiden Tagen gegessen. Dann kommen wir zur erlösenden Keto-Phase. Die Lebensmittel, die ich eben genannt habe, könnt ihr weiterhin alle essen. Allerdings kommen jetzt noch einige dazu, die das Ganze so ein bisschen leichter machen. Zuerst einmal Käse in jeglicher Form. Gouda, Brie, Ziegenkäse, Gorgonzola, wo ihr da Lust drauf habt. Dann sowas wie Wurst, Salami, Bacon, Hackfleisch, Burger-Patties, also alles an fettigem Fleisch. Außerdem sowas wie Frischkäse, Mascarpone, dunkle Schokolade, also auch dann die fetthaltige mit weniger Carbs, also 85%ige zum Beispiel habe ich genommen. Als Hauptfettlieferanten sollten natürlich trotzdem fettiger Fisch, Eier und Nüsse dienen. Aber ich bin zum Beispiel bei 110 Gramm Fett und da ist immer noch genug Spielraum, um so ein bisschen die Lust zu stillen. Ein Tag sieht dann zum Beispiel so aus. Zum Frühstück mache ich mir dann 4 Eier, ein bisschen Bacon, so 50 Gramm ungefähr. Dann geht es später weiter mit einer Mahlzeit, die ich eben schon genannt habe, also Blattspinat und Lachs. Diesmal aber dann den fettigen Lachs ruhig und ein Stück Gorgonzola, so 50 Gramm. Dann steht noch eine etwas größere Mahlzeit auf der Liste. Und zwar, da mache ich mir so einen Gemüse-Hähnchen-Auflauf, wenn man so will. Dafür nehme ich dann 500 Gramm Kaisergemüse, 200 Gramm Hähnchenbrust, mische das Ganze dann mit 100 Gramm Frischkäse, tue es in der Auflaufform und überbacke das Ganze dann mit 50 Gramm Gouda. Dazu dann noch einen kleinen Shake, 30 Gramm. Dann sind wir so bei 1800 Kalorien ungefähr, haben alles soweit abgedeckt und meiner Meinung nach auf nichts verzichten müssen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen, seid motiviert mitzumachen. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Das war's erstmal von mir. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen erstmal so weitermachen. Ihr hört dann von mir, sobald es was Neues gibt. Ansonsten geht's ab Freitag wie gewohnt weiter mit Simon. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.